Die estländische Botschafterin versucht, niederländische Unternehmen für Estland zu werben, mit der sogenannten E-Residency. Estland ist ein kleines Land mit nur 1,3 Millionen Einwohnern. Wir untersuchen jetzt, wie wir unser Land vergrößern können. We're Estonia. Tech is our expertise. And through e-Residency, we are empowering entrepreneurs everywhere. Als E-Resident kann man in Estland eine Firma eintragen, Steuern zahlen, Genehmigungen einholen und allerlei andere Dinge mit der Regierung regeln, ohne dass man selbst im Land sein braucht. So versucht Estland, Firmen zu locken. Apply for e-Residency today and join our new digital nation. Ist e-Residency eine Maßnahme, die wir in Zukunft alle einrichten sollten? Es besteht kein Zweifel darüber, dass wir das letztendlich in allen Ländern einrichten werden. Es gibt sogar schon ein Gesetz, das besagt, dass die digitale Identität ab 2020 akzeptiert werden muss. Dann kann man quasi mit einer digitalen Identität aus Estland bei der Gemeinde hier beweisen, wer man ist. So kann man von woanders aus in Europa hier offiziell Dinge regeln. Wir leben im digitalen Zeitalter. Es ist doch absurd, dass man lediglich mit einem Nutzernamen und Kennwort oder mit einem Facebook-Konto die Welt erobert. Das muss wirklich viel sicherer geschehen. In Estland ist man schon seit 10 Jahren mit der Arbeit an digitalen Lösungen beschäftigt. Wir können viel von Estland lernen. Hier in den Niederlanden sind wir noch lange nicht so weit. Die schnelle Registrierung reicht, um eine Firma in Estland anzumelden. Es kostet nur ein paar hundert Euro. Es erspart dem Unternehmer viele bürokratische Amtswege. Warum sind Sie heute hier? Ich will mich über die Vorteile einer E-Residenz informieren, für den Fall, dass ich hier eine Firma anmelden möchte. Was für ein Unternehmen haben Sie? Ein Unternehmen in der Luftfahrtindustrie, eine Airline. Für Estland ist es unerheblich, was für ein Unternehmen es ist, solange es digital registriert wurde. Minder Bürokratie. Es ist viel weniger Bürokratie. Ich war schon beim Notar und habe enorm viele Stunden in das, was ich machen will, reingesteckt. Ich arbeite schon seit 2017 dran. Demnächst ist das alles in einer halben Stunde geregelt. Mit der Entscheidung einer estländischen Anmeldung kann man auch Steuervorteile erzielen. Denn in einem Land mit nur 1,3 Millionen Einwohnern sorgen schon kleine Steuermargen für große Einkünfte. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt Gewinne ausgeschüttet werden, dann fallen Dividenden an. Diese Beträge schafft man als Land mit 1,3 Millionen Menschen nicht selbst zu erwirtschaften. Und wann liefert es Vorteile für die Unternehmen? Ein großer Vorteil ist zum Beispiel, dass man über erzielte Gewinne in Estland, die direkt wieder in das Unternehmen investiert werden, keine Steuern zahlt. Waren Sie schon mal in Estland? Nein, ich war noch nie in Estland. Und trotzdem haben Sie demnächst einen juristischen Status. Ja, ich kenne mich Gott sei Dank mit juristischen Angelegenheiten aus. Man braucht nicht nach Estland zu kommen, um Dinge zu regeln. Alles läuft digital ab. Die Jahresabschlussrechnung digital unterzeichnen, Dokumente, Steuererklärungen und so weiter. Man regelt alles mit dem PC. Auch für den Otto-Normalverbraucher kann die Anmeldung in Estland interessant sein. Zum Beispiel, wenn man im eigenen Land viel mit öffentlichen Instanzen zu tun hat. Also ich habe das mal demonstriert. Ich ging zu einem Polizisten und fragte ihn, können Sie das mal bitte checken? Ich konnte online verfolgen, dass der Polizist meine Identität angesehen hat. Bei Ärzten konnte ich sehen, dass sie meine Krankenakte eingesehen haben. Leider habe ich keine Kinder, sonst hätte ich selbst die Hausaufgaben meiner Kinder beurteilt. Die praktischen Vorteile sind für Unternehmen ausschlaggebend. In Tallinn können Sie schon wieder ein neues Unternehmen begrüßen. Ja, ich überlege mir das wirklich, insbesondere nach diesem Informationsabend. Ich habe auch andere Unternehmer gesprochen, die eine vergleichbare Struktur aufgebaut haben. Ich glaube, dass es funktionieren wird. Gewoon gaan werken. Ja.